Ja, mit Öhrchen. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Du siehst sie, ich habe sie beim letzten Video tatsächlich vergessen, aber es kann nur eins bedeuten, wenn ich meine Öhrchen aufhabe, die weihnachtlich angehaucht sind. Ich habe einen Adventskalender für euch. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich packe hier nicht viele Adventskalender aus, weil ich tatsächlich wenig bisher jetzt gefunden habe, die mir richtig gut gefallen haben. Ich habe mir aber den 3 of Tea Adventskalender aus der My Müsli-Reihe quasi bestellt. Ich hatte letztes Jahr den selbst konfigurierbaren Adventskalender von My Müsli und da konnte man sich auch Teesorten reinpacken. Und dieses Jahr habe ich wirklich den reinen Tee-Adventskalender. Der hat allerdings nur 12 Türchen und nicht 24, finde ich ein bisschen schade. Aber der war dafür auch nicht so teuer. Preis schreibe ich euch hier oben in und dann natürlich auch für die einzelnen Sachen. Ich bin einerseits ein bisschen traurig, den jetzt schon aufzumachen, weil natürlich die Freude auch ein bisschen. Ich werde mir den aber wahrscheinlich in meinen eigenen dann reinpacken. Oder die Türchen hier einfach wieder so ein bisschen zumachen, dass ich es dann machen kann. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, weil die Tees, die ich letztes Jahr da habe, waren alle sehr, sehr lecker gewesen. Und Sammy möchte euch Hallo sagen. Sammy! Dicker! Sag Hallo! Und ja, wie ihr seht, haben wir hier vorne gar keine Türchen, sondern nur an der Seite. Und hier oben ist quasi unser letztes Türchen, die Nummer 12. Ich stelle den jetzt hier vor mir ab, weil anders wird das hier nicht, ja? Und wir starten mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist Peachy June. Das sind alles so Mini-Größen. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist in der 24 ein großer drin. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also in der 12 ein großer drin. Ansonsten haben wir immer hier diese 30 Gramm Größen. Peachy June. Früchtetee, aber aromatisiert mit Pfirsich, Aprikose und Kokos. Okay, ich hoffe, der Kokosgeschmack kommt nicht zu sehr durch. Ich finde es übrigens nicht schlimm, dass jetzt hier nicht nur Weihnachtssorten drin sind, weil Tee trinke ich das ganze Jahr über. Und Peachy June klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nummer 2 ist Roy Lemon, grüner Rooibos-Tee mit Zitrone. Klingt auch gut, ich bin eigentlich nicht so ein Rooibos-Tee-Fan. Rooibos heißt das doch eigentlich, ne? Rooibos. Grüner Rooibos-Tee mit Zitrone, ja. Und Ringelblumen sind hier auch drin. Alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Und könnte Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Auch ein schönes Türchen. Zitrone finde ich auch gut, das ist... Das waren die Katzen. Das ist auch sowas, was man gut im Winter trinken kann. So ein bisschen für den Hals. In Türchen Nummer 3 haben wir Red Ruby. Ich glaube, den hatte ich letztes Jahr schon. Das ist Früchtetee mit Hibiskus und Himbeere. Und der war sehr lecker gewesen. Vielleicht für euch auch so kurz zur Info. Ich habe ja immer, ihr seht mich gefühlt immer mit meinem Teebecher. Ich liebe Tee. Ich trinke halt keinen Kaffee. Ich bekomme hier so, also... Dieser Teebecher ist so 500-600 Milliliter. Die Katze sitzt im Karton. Ich kriege in der Regel hier so 3 bis 4 Portionen raus. Also so um die 10 Gramm mache ich dann. Das ist so ein Teelöffel, na, ein bisschen mehr als ein Teelöffel. Sehr gehäufter Teelöffel, sagen wir es mal so. Also 3, 4, vielleicht auch 5 raus. Es ist halt nur eine Mini-Größe, steht ja auch überall drauf. Dafür hat er halt auch nicht so viel gekostet. Ne? Ich glaube, die 100 Gramm Packung kostet mal so um die 10, 11 Euro ist schon natürlich hochwertiger und teurer auf jeden Fall. Muss man halt wissen, was man will. Ne? Ist jetzt nicht, dass ich mir, glaube ich, hier alle Teesorten nachkaufen würde, aber Türchen Nummer 4 enthält Son of Heaven Sencha Grüntee-Mischung mit Mango. Ich liebe alles, was mit Mango ist, deswegen klingt das sehr gut. Ich kann leider nicht dran riechen, weil die sind alle noch angeschweißt. Nee, man riecht nichts. Aber auch das klingt gut. Wir haben bis jetzt noch keinen Tee gehabt, der mir nicht gefallen hätte. I like it. Türchen Nummer 5. Wenn wir das jetzt wirklich tagemäßig machen, wäre das ja schon der 10. Ihr wisst aber, am 5. habe ich Geburtstag. Oder wisst ihr es vielleicht jetzt? Deswegen ist dieses Türchen für mich immer ganz besonders wichtig. Und in Türchen Nummer 5 haben wir Molly Rose. Grünteemischung mit Jasminblüten. Ich weiß nicht, ob mir Jasmin, das wäre dann für mich ja eigentlich eher was für abends, aber grüner Tee soll, pusht ja schon so ein bisschen. Nee, ah doch, hier riecht man was. Ja, den grünen Tee riecht man definitiv. Weiß ich noch nicht, ob mir der gefällt, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wäre jetzt nicht so mein Favorite, sage ich mal.
Türchen Nummer 6 ist wieder was für mich, nämlich Strawberry Bliss Früchtetee mit Orange und Erdbeeren. Das klingt richtig gut. Achso, und hier hinten ist übrigens eine Anweisung, eigentlich bei wie viel Grad und wie lange man das ziehen soll und eigentlich auch wie lange. Hier steht 1-2 Tablespoons pro 200 Milliliter. Wie gesagt, ich mache in der Regel so einen sehr gehäuften Tablespoon und das reicht dann auch für 500 Milliliter. Müsst ihr selber gucken, was euch wie schmeckt. So, die 7 ist auf der anderen Seite. Das ist Purple Melody, Früchtetee mit Pflaume und Orange. Also das klingt auch sehr gut und auch was, was mir, glaube ich, gut gefällt. Warum der jetzt einen anderen Deckel hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eigentlich eher eine ältere Version. Ich glaube, die neuen Versionen haben alle diesen Metalldeckel. Die 8. Claudia sagt immer so, machen, dass es kracht. Und das ist Tropical White. Weiße Teemischung mit Orange und Papaya. Oh, ich habe einen weißen Tee Mango, der super lecker ist. Den habe ich euch auch definitiv schon im Aufgebrauch gezeigt. Klingt gut. Könnte ich mir vorstellen, dass der auch richtig lecker ist. Türchen Nummer 9. Und ich möchte auch mal kurz sagen, ich finde ja auch, guck mal hier oben in diesen Metalldeckeln, ist halt auch so ein schönes Logo drin. Ne? Achso, und unten steht übrigens immer ein Datum, bis wann es zu verbrauchen ist. Hier 2024, 21.07. Also 2 Jahre sind die wahrscheinlich in der Regel mal haltbar. Vollkommen in Ordnung. Hier ist Garden Blossom, Kräutertee mit Pfefferminze. Den hatte ich, glaube ich, auch letztes Jahr im Kalender und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, ich kriege immer Pfefferminztee von meiner Mama aus dem Garten mit echter Pfeffer. Also ich kriege gerade richtige Pfefferminze. Deswegen, das schlägt halt nichts. Aber auch das klingt gut. So, ihr merkt, das Türchen hier, also das geht hier schnell, ne? Das ist jetzt hier kein ewig langer Kalender. Türchen Nummer 10 ist ein, oh, ist der Miss Grey, der ist so lecker. Wer schwarzen Tee mag, dem aber das immer so ein bisschen zu bitter ist, Schwarzteemischung mit Zitrone, der ist super lecker. Ich liebe den. Den habe ich mir tatsächlich auch schon mal nachbestellt. Den hatte ich nämlich letztes Jahr auch drin. Der muss auch nur 2-3 Minuten ziehen. Super lecker. Inzwischen bin ich bei Twinings bei Miss Grey hängen geblieben. Weil ich den auch im Supermarkt hier um die Ecke beim Real kaufen kann. Aber der ist wirklich schön. Türchen Nummer 11. Okay, hier ist wieder ein Plastikdeckel drauf und das ist Purple Melody. Den hatten wir doch schon. Das gewollt ist, dass zweimal der gleiche drin ist, weil ganz ehrlich, wenn sie einen 12-Türchen-Tee quasi anbieten, dann erwarte ich auch 12 verschiedene Tees. Okay, Nummer 12. Das ist der hier oben. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob da eine große Packung drin ist. Das würde ich jetzt tatsächlich erwarten. Und ja, danach sieht es auch aus. Das ist eine große. Und das ist Ginger Glow. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das ist würzige Kräuterteemischung mit Ingwer und Zitronengras. Okay, Zitronengras finde ich gut. Ich überlege, ob ich den letztes Jahr auch schon hatte oder ob der neu ist. 5-10 Minuten ziehen. Ich finde ihn spannend. Ich finde auch sehr schön, dass wir quasi im 24. oder am 12. Türchen in diesem Fall eine Full-Size drin haben. Das finde ich wirklich gut. Ich werde ihn austesten. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet ein Feedback zu allen Tees in meinen Aufgebraucht-Videos definitiv finden, weil ich werde die Packungen dann in mein Tütchen packen, wo meine Aufgebraucht-Sachen drin kommen. Was sagen wir zum Adventskalender? Ich zeige ihn euch nochmal. Seht ihr, was steht denn hier hinten drauf? Da müsst ihr ja eigentlich... Peachy June. Okay, ich habe gerade hier hinten übrigens nochmal geguckt. Hier sind nämlich alle Teesorten mit den Inhaltsstoffen aufgelistet. Und hier werden auch nur 11 aufgelistet. Das heißt, es sind tatsächlich, eins doppelt. Vielleicht ist es dann auch per Zufall, was doppelt ist. Ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich nur 11 Tees da haben. Oder macht man doch kein... Also weiß ich nicht, dann... Hier hinten steht übrigens noch drauf, was duftet denn hier so fruchtig, exotisch, leicht blumig, angenehm würzig und erfrischend zitronig. Es sind die vielen verschiedenen Bio-Blatttees, die sich im CFD-Adventskalender befinden. Hinter den 12 Türchen verstecken sich alle unsere Sorten. 11 davon als Minis und eine große Dose am Weihnachtsbaum. Für eine Adventszeit so vielfältig bunt und aromatisch wie nie zuvor, genießen Sie bei einer heißen Tasse Tee jeden Tag aufs Neue. Ich bin ehrlich mit dem doppelten Türchen. Das ist das Einzige, was mich ehrlich gesagt wirklich stört. Ich hätte es so gemacht, dadurch, dass in der 12 ja eine Full-Size-Größe drin ist, hätte ich in die 12 ein doppeltes Türchen gemacht, dass man quasi sagt, hier ist es nochmal groß drin. Kann natürlich dann den Effekt haben, dass die Leute es gut finden oder nicht.
Ich hätte mich zum Beispiel in der 12 sehr über den Miss Grey gefreut, aber gut, man kann nicht alles haben. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass wir hier drinnen quasi einen Doppelten haben. Ich finde ihn gelungen, wirklich. Ich kann euch noch nicht zum Preis-Leistung sagen. Wie gesagt, ich glaube, die großen mit 100 Gramm kosten 10 Euro. Hier haben wir 30 drin. Ich meine, man hätte hier halt auch eins von diesen Teeflaschen oder sowas reinmachen können, weil Theory of Tea ja auch einige Gadgets hat. Sassy aus dem Schnitt hier, natürlich wie immer mit einer Teetasse. Allerdings nicht dem Tee aus dem Three of Tea Adventskalender. Beim Recherchieren der Preise ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so einfach war, das tatsächlich rauszukriegen, denn natürlich gibt es keine ausgewiesenen Preise für die Kleinen. Ich habe es also runtergerechnet. Auch das war gar nicht so einfach, denn das habt ihr anhand der Preise gerade eben gesehen, denn ich schreibe euch ja auch immer die Originalgröße hin. Es gibt Teesorten, die kosten fast 6 Euro auf 30 Gramm und andere nutzen etwa 280, 3 Euro. Wenn man in diesen selbstbestückbaren Adventskalender von My Müsli guckt, wo man ja auch Teesorten reinpacken kann, da sind nicht alle möglich drin, aber da wird immer mit 3,50 Euro gearbeitet. Also so ein Standardpreis. Ich habe es jetzt, so gut es geht, runtergerechnet und komme auf einen Warenwert von 47 Euro. Ich habe den Adventskalender 15 Euro günstiger bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich habe ihn für 40 Euro bekommen, weil ich einen Gutschein hatte. Bin ja hier abonnierter Kunde und habe da eben diese Info bekommen. Jetzt sind sie gerade günstiger. Dieser Adventskalender ist meiner Meinung nach nur etwas für jemanden, der wirklich auf Tee steht und der bereit ist, eben ein paar Euro mehr zu zahlen, um jeden Tag eine kleine Überraschung in Form von verschiedenen Tees zu bekommen. Ansonsten finde ich es schon, ein bisschen frech, dass wir quasi hier fast 10 Euro oder 8 Euro drauf zahlen. Ja, Karton und so weiter kostet auch alles Geld und es ist alles teurer geworden. Aber sind wir mal ehrlich, wir holen uns ja auch einen Adventskalender, um die Freude daran zu haben, dann Plus rauszumachen. Also so geht es uns doch in der Regel. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Wie gesagt, ich hätte es auch cool gefunden, wenn man vielleicht einfach ein Gadget reingepackt hätte. Dann hätte man den Warenwert auch nochmal nach oben getrieben. Ich weiß nicht, wie mein Müsli da das berechnet. Ich glaube, sie schreiben auch nicht hin, wie der Warenwert beim Tee zumindest ist. Wir müssen grundsätzlich da einfach sagen, das ist was für Liebhaber. Das ist bei allen meinen Müsli-Adventskalendern so. Man zahlt quasi eigentlich faktisch gesehen den Preis, den die Produkte auch kosten, dafür, dass man sich durchprobiert. Also eine wirkliche Ersparnis hat man bei den Teilen nicht. Das solltet ihr wissen. Das war auch bei dem selbstbefüllbaren, also wo man eben sich aussuchen konnte letztes Jahr und dieses Jahr gibt es den auch wieder. Auch so, man hat wirklich die Preise bezahlt dafür, dass man das drin hatte und ein nettes Adventskalender-Box-Dingsi hatte. Jo, das wollte ich euch nur erzählt haben. Für euch zur Info. Der Adventskalender kostet aktuell 59,90 Euro. Ich habe ihn für 39,90 Euro bekommen. Ich hatte, glaube ich, einen Rabattcode. Genau, ich hatte einen exklusiven Adventskalender-Rabattcode. Dadurch hatte ich ihn deutlich günstiger bekommen. Wert ist jetzt ausgerechnet bei 55 Euro ein paar zerquetschen. Das heißt, faktisch gesehen von dem aktuellen Wert würdet ihr kein großes Plus machen, so wie ich ihn bestellt habe. Da war halt Presale auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell auch noch irgendwie einen Code gibt, aber dann gibt es ja regelmäßig solche Sachen. Das heißt, haltet die Augen offen, falls das da ist. Wenn ich was finde, schreibe ich euch das unten auch rein. Die Sorte, die wir hier oben haben, die Ginger Lemon. Wie ist die Ginger Lemon? Also diese Ginger Sorte. Das ist die neueste Sorte. Sie haben wirklich nur 11 Sorten aktuell im Shop und deswegen ist es irgendwie verständlich, dass wir eine doppelte drin haben. Ich hätte es tatsächlich dann aber eher so gemacht, dass ich die Ginger-Sorte einmal als klein und dann nochmal als groß reingemacht habe. Ich finde total cool, dass wir die neueste Sorte als Full-Size drin haben. Das finde ich einen coolen Gedanken. Ja, hier, das ist unser neuester. Ich hätte mich halt auch über eine andere gefreut, aber so ist das halt. Ihr habt bei meinem Müsli, um euch das nochmal kurz zu erklären, weil das finde ich tatsächlich ganz cool, relativ viel Auswahl, was die Adventskalender angeht. Ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr den zum Selbstbestellen. Auch da macht ihr kein großes Plus-Minus. Es ist auch genau das gleiche Design. Ich zeige euch das mal kurz. Es war wirklich total niedlich und ich habe die Verpackung auch tatsächlich noch da, um mir die halt eventuell selber zu befüllen. Der geht quasi ab 67,50 Euro los und ihr packt den dann individuell zusammen und je nachdem, was ihr so reinpackt, kann der auch teurer werden. Ich glaube, ich habe letztes Jahr knapp 80 Euro für den bezahlt und man macht da quasi plus minus null. Also ihr zahlt die Produkte, die drin sind. Es geht ja darum, hier gerade bei dem individuellen, dass ihr euch einen zusammenstellt, der wirklich euch gefällt.
Es gibt dann noch den Porridge Adventskalender, den Premium Snack Adventskalender, den Müsli Adventskalender, den Deluxe Adventskalender und den Imagine Chocolate Adventskalender. Der ist, glaube ich, neu, den gab es noch nicht. Aktuell steht hier auch bei den meisten Adventskalendern, dass man 10 oder sogar 30 Euro sparen kann. Also beim Deluxe Adventskalender kann man offensichtlich aktuell gerade sparen. Der würde 140 Euro kosten, wow, statt 170. Genau, und im Deluxe zum Beispiel sind alle 10 Müsli, meine Müsli-Kategorien vertreten, Müsli, Nut Butter, Bakery und mehr. Inzwischen haben die ja wirklich viel Auswahl. Plus Zubehör für eine Adventszeit Deluxe und am 24. gibt es einen Gutschein. Habe ich eigentlich einen Gutschein von gehabt? Das wäre kein Gutschein. Der Ginger riecht. Der Ginger Glow. Genau. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mein Müsli-Fan seid, macht den, dann ist es, glaube ich, cooler, so habe ich es halt letztes Jahr gemacht, sich den selbst zusammenzustellen, um nochmal ein paar neue Sorten auszuprobieren, weil ihr dann halt keine Sachen drin habt, wo ihr sagt, mag ich gar nicht, weil ihr könnt halt Sachen zur Not auch doppelt reinpacken, wenn ihr halt nur einen von diesen Riegeln zum Beispiel mögt, Manometer reden. Wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, dann würde ich euch den günstigeren empfehlen, das ist, glaube ich, der, jetzt muss ich mal gucken, nicht Premium, sondern der Müsli Adventskalender. Genau, 13 Sorten exklusiv, keine Sorte doppelt, ein Gutschein. Und ich glaube, hier sind dann wirklich nur die To-Go-Packungen. Also ihr müsst euch mal so ein bisschen durchklicken. Wenn ich einen Gutscheincode habe oder irgendwas, schreibe ich euch das auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Das heißt, guckt da auch auf jeden Fall rein. Für Teeliebhaber, so wie für mich, ist das Ding total geil. Und ich liebe den jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so stehen lasse, weil ihr seht ja, die Tücher sind jetzt so ein bisschen eingedrückt. Sieht jetzt nicht mehr so ganz optimal aus. Andererseits bin ich alleine. Ich meine, wen stört es außer mich? Oder ob ich den halt umfülle. Dadurch, dass er nur 12 Türchen hat, wäre der eigentlich gut so für die Übergangszeit. Ihr wisst ja, ich fange schon früher an, auch Adventskalender für mich auszupacken. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn wirklich toll. Ich freue mich auch für 40 Euro. Ich glaube, für 60 Euro, also für die 55 Euro, die er aktuell kostet, würde ich ihn mir, glaube ich, aktuell nicht holen. Für 40 Euro, die ich jetzt bezahlt habe, also die 15 Euro Rabatt, finde ich es okay, weil ich tatsächlich ja einen Plus gemacht habe. Ich habe quasi die große Sorte, wenn man so will, umsonst bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ja, abonniert meinen Kanal. Wir sind nicht mehr weit entfernt von den 200 Abos. Ich habe noch so ein, zwei Adventskalender auf meiner Liste, wo ich am Hin und Her überlegen bin, ob ich mir die hole. Dann würde ich sie euch auf jeden Fall auch zeigen. Die Katze ist umgefallen im Karton. Ich zeige euch jetzt auch im nächsten Video, was dann auch über die Tage online geht, auch wenn es dazu schon jede Menge Videos gab, auch den Plastibox Adventskalender. Der ist nämlich auch gerade bei mir gekommen, steht hinter mir. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier mal meine Playlist mit den Adventskalendern. Adventskalender-Theme, da sind auch zum Beispiel drin, was ich in Adventskalender selber reinpacke. Also guck da gerne rein. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video siehst.